Ich bin immer noch Kopfgeldjäger. Mit den Jahren wurde Silas Greaves ein berühmter Kopfgeldjäger. Sein eigentliches Ziel war jedoch die Rache an Bob Bryant. Den haben wir immer noch nicht gekriegt. Bobby war auf der Flucht. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. Irgendwo in Missouri, Herbst 1892, einige Zeit nach dem vereitelten Banküberfall, finde die Daltons in der überschwemmten Stadt. They seemed as determined as me to find those outlaws. But jeder war entschlossen. Swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Wir haben jetzt Verbündete, ja, die wissen, dass man sich hier nicht mit Silas Greaves anlegen soll. Doch die Daltons haben es nicht gelernt, bis zum bitteren Ende. Auch weg damit. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Na toll, Schimmel im Wasser. It was damp and foggy as hell. Da sehe ich schon die Flammen. Oh, Daltons, jetzt räuche ich euch aus. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Vorsichtig hier. Kann jederzeit eine Flut reinbrechen, ja? Wie bei dem Häuptling. Den er im Übrigen auch nicht gekriegt hat, also so langsam flunkert er in der Geschichte. Ja, plötzlich gibt es hier immer nur Tote und am Ende korrigiert ihn jemand, der ist nicht gestorben. Nebel und Sümpfe verhindern die Orientierung. So, wir haben also eine Wegpunktanalyse. Wusste ich gar nicht. Wir waren bislang nicht drauf angewiesen, ja? Die spürerischen Fähigkeiten hier eines Kopfgeldjägers haben bislang noch nicht enttäuscht. Er wusste immer, wo es lang geht, ja? Ich gehe außen rum. Ich gehe erst hier rein. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, weil das bewegt sich hier echt schleppend hier durch den Sumpf. Was haben wir hier? Ein Geheimnis. Eins von drei. Black Bart. Ja, Schwarzbart. Irgendwas da drin. Ich habe gedrückt, aber es dachte sich, D brauche ich nicht. Schade, wo ich mal so gut war, die alle zu erledigen. Tja, aber sie kamen nicht. Warum wohl? Da kann ich auch rein. Verstecke ich mich hier drin. Besser nicht, ich glaube, der fliegt sonst durch die Decke. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Ich gehe wieder zurück. Auf der Seite wird hier ein bisschen zu viel Krach gemacht. Ich komme jetzt nicht mehr aus dem Dach raus. Nehmen wir wieder das Gewehr. Dafür habe ich es ja immerhin jetzt ein bisschen geupgradet. Noch irgendjemand hier, der es wissen will? Natürlich nicht. Wieder die beiden Ballerbüchsen. Ist hier irgendwas? Also man kommt halt wirklich nicht rein da. Irgendwas hier bei dieser trostlosen Hütte, die ich zurückgelassen habe. Ich glaube sogar, wir sind hier irgendwie wieder am Anfang, oder? Jetzt habe ich mich hier reingemogelt. Ich sollte gar nicht hier sein. Ich habe kaum Munition dafür. Bleiben wir doch beim Gewehr. Ah, eine Munitionskiste. Auch erledigt, da kommen noch welche.
Rotflintenschütze. Den haben wir gut lang gemacht. Wir haben alle eine Lebensleiste. Die schießen auch extrem gut. Oh, da kommt er. Kopfschuss. Er war auf jeden Fall verrückt. Er hatte hier die gleiche Taktik wie der gute Silas es hier immer demonstriert. Ja, einfach rein. Aber einfach rein ist nicht gut gegen Silas. Und dieses Duell muss er gewinnen, ja, weil sonst geht die Geschichte wieder von vorn los. Das ist seine geheime Fähigkeit, die kann nur er. Da kommt der Schuss. Der Läufer. So, das haben wir doch jetzt geschafft, hoffe ich. Da mal kurz reingelugt. Mal hier ums Gebäude geschaut. Dann ins andere Gebäude und dann gehen wir erst weiter. Erst dann. Ich glaube, da ist auf jeden Fall... Ja, da ist nochmal die Munitionskiste. Sekunde, man muss auch die Tür nehmen, wenn man hier was haben will. Oh, Dalton, ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich glaube ihm bald irgendwann alles. Ja, ich meine, so viel wie hier aus dem Boden schießt bei ihm, das kann ja gar nicht geflunkert sein. Passiert ihm ja ständig. Autsch. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course I followed them. Finde einen Weg durch den Sumpf. But that goddamn swamp was like a goddamn maze and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Da kann ich gar nicht rein. Sah danach aus, aber es ging nicht. Steve? Da ist wohl jemand eingeschlafen bei der Geschichte. Steve? No, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Aha. Haben sie sich also mit Indianern zusammengetan? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now where was I? You were following the Daltons through a swamp? Richtig. That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Ich mach mal ein bisschen Grach hier, ein bisschen was herauslocken, was hier so im Sumpf herumkeucht und fleucht. Wieder irgend so ein Gebäude. Da ist jetzt nichts mehr. Da kann man auch durch. Tja, jede Menge Dynamit, aber halt nichts, was man da benutzen kann. Habe ich wohl leider einen Fehlschuss probiert. Aber glücklicherweise waren ja die Türen offen. So folgen wir wieder der offiziellen Version dieser bahnbrechenden Geschichte. Also wird sich wieder von selbst verbessern. Reflex. So did you ever find the damn Daltons? Not yet.
but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. Horst Smiths or Heimhoffers or who. Hey, da hat ein Loch gemacht. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Vector. Bleib ich mal beim Gewehr. Das müssen nämlich ein paar zielgerichtete tödliche Schüsse werden. Schon wieder eine Dynamitstange, ich mach sie kaputt. Kommen zwar alle näher, weißt du was, ich stürme jetzt doch einfach. Weiter. Aha, da komme ich wieder raus. Reflex. So, ich hoffe, ich habe jetzt einen Dynamitwerfer gekriegt. Werde die Banditen auf dem überfluteten Friedhof los. Da ist wieder mal ein tödlicher Schuss. Komm raus. Dann lege ich das halt so. Da ist noch einer. Alle da hinten. Den kriege ich gar nicht. Komisch. Aber sie kriegen mich. Da ist eine Ungerechtigkeit festzustellen. Erstmal den hier, der schießt schon eine ganze Weile. Hier trefft sich er durch die Gegend und dann dich. Also durch den Sumpf sich zu bewegen macht wirklich keinen Spaß. Er ist super langsam. Wären wir doch nur an Land geblieben, ja, es hätte einiges einfacher gemacht. Oder hätten uns hier so einen Sarg gemietet, wären da durchgeschwommen. Ich habe ich. Oh, war ja ein Schildträger. Der hat wenigstens Verstand, sag ich mal. Da schmeiße ich auch gleich was hin. Kopfschuss. Dürften alle gewesen sein, hoffe ich mal. Da oben. Durchquere den Sumpf und finde die Daltons. Da ist er. Ich habe überhaupt keine Kugel jetzt gerade gesehen hier. Yeah, wieder den spaßigen Teil. Aber nicht so weit weg von der Hütte. Da ist er wieder mit seinem tödlichen Schuss. Jetzt habe ich dich gesehen. Irgendwann springt auch mal ein Schuss für mich dabei raus, der trifft. Was haben wir hier? Wieder Muni. Was gibt's da oben? Eine Leiche. Noch mehr Muni. Beide erledigt. Dann geht's wieder nach unten. Können wir auch lang. Oder auch nicht. Das ist eine Sackgasse. Nämlich wieder die beiden Ballerdüchsen. Den habe ich wegradiert. Noch mehr Angriffslustige. Oh Mann, das Warten hier. Einfach durchgeschossen. Ich finde überall Munition, aber wenig Geheimnisse. Gar nicht so viel hier versteckt.
Alles relativ offensichtliche Geschichten hier. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten. Wieder eine Hütte hier. Da kann man zwar jedes Mal rein, aber es gibt leider überhaupt nichts. Das finde ich irgendwie schade. Da gibt man sich immer die Mühe, sich da durchzuquetschen und am Ende wird man dann dafür nicht belohnt. Dann weiter hier durch den Schlamm. That's when I saw it. A goddamn steamboat. Oh. A steamboat? In a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of 89. Now, was it a sternwheeler or a sidewheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. Ja, genau so war es. In that a fusillade of bullets come raining down from our house. Those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting me, I thought I saw some familiar faces. Los dahinter. Kopfschuss. Damit ist die Gatling unbesetzt. Da rüste ich mich nochmal aus und dann geht's näher. Oh oh. Du warst das. Damit soll es jetzt wieder ein bisschen friedlicher an dem Dampfboot sein. Stolz von St. Louis. Eignet sich nicht zum Erkunden. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. It's you or me. Oh, habe ich euch alle. Dich auch. Ganz besonders dich. Ja, aber bevor ich da reingehe, gucke ich mich erstmal hier ein bisschen um. Da geht's nämlich hier ein Stockwerk höher. Um ein Geheimnis endlich mal wieder zu finden. Dampfschiffe des Westens. Und ich habe hier noch einen weiteren verfügbaren Fähigkeitspunkt. Mal sehen, Wahrheitssucher, Tipps zu Nuggets der Wahrheit. Lass keine wichtigen Details aus, zusätzliche Geräusche, Hinweise leiten dich zu den verborgenen Nuggets der Wahrheit. Sofern wir da dran sind, das bringt dir mehr Erfahrung, das ist schon mal gut. 100% mehr Kapazität für Gewehrmunition, also dann nehmen wir erstmal das hier. Ja, gerade weil ich mich hier eben gerne danach umsehe, verlieren wir vielleicht auch ein bisschen weniger Zeit hier bei dieser Detailsuche. Wo geht's hier lang? Müssten wir natürlich nur wissen, was das für ein Geräusch sein soll und ja, wie sich das dann bemerkbar macht. Werden wir wohl herausfinden, wenn wir mal wieder auf einen Nugget stoßen. Die immerhin viel wert sind. Jawohl. Irgendwo in der Nähe liegt immer ein Nugget. Ja, das kriege ich nicht so ohne weiteres auf. Ich schmeiß mal selber ein Dynamit hin. Also ich denke mal, das ist dieses gedrückte Teil, was hier so ein Laut macht. Das ist hier durch den Rumpf geschlagen, ich kann es nicht sagen. Oder etwas drüber. Naja, ist ja egal. Jedenfalls, er hier nervt schon eine ganze Weile hier herum. Gut nachgeladen. Bleib jetzt mal bei den beiden Ballerbüchsen. Hier ist der Gang kürzer. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Yeah. Er ist wirklich stumm. So, da haben wir es auf jeden Fall gefunden. Das Gatling-Geschütz. Damit haben wir alle.
Kopfschuss. Also einer von diesen 1000 Schüssen hat den Kopf getroffen. Er direkt. Haben wir noch ein bisschen was Explosives, da geht's höher. Nicht ins Fischernetz rein, sondern hier auf die andere Seite. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them. After months of dogged pursuit. Blöd, dass wir dafür alle anderen davor erledigen mussten. Na gut, dass du jetzt hier bist. Jetzt gehen wir hier rein. But it turned out that they had me. Take him out. I'm sending you to hell. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. Oh nein. They just want to shoot me. Dann muss ich jetzt wohl rausrennen. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a. Schön, dass mir hier beigebracht wird, wie ich mich bewegen muss. Na komm schon, endlich raus da, hier kracht gleich alles zusammen. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh God. But getting back to schnell that steamboat, da how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Hinter mir brennt alles, aber ich balle erstmal mit der Gatling rum, ne? Das ist alles durchschlagskräftig, ein Läufer. Boom. Jetzt hat die Combo abgerissen, schade. Hat sich leider zu sehr auf das Gold. Wir haben das nächste Level erreicht. Bob und Grad waren about to come at me one at a time. They were in this together. Tja. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Mal schauen, wenigstens einen von euch kriege ich. Hoffe ich. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Fokus und auch nicht die schnellste Geschwindigkeit, die ich gerade habe. War ja klar. Das wird wieder mal ein spaßiges Duell. Tja, die Frage ist, wen von euch erschieße ich überhaupt zuerst? Den kleinen oder den großen? Wird nicht leicht für mich. Einen von beiden. Also mich erwischt es halt ständig, ne? Ich mach trotzdem den kleinen platt. Der geht mir jetzt nämlich echt auf die Nerven. In die Hand am Abzug lassen. Der Fokus ist perfekt. Jetzt habe ich euch beide. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Das hätte es ihnen erspart. He moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the 100 Gegner erledigt. Of his two brothers. Wir haben sie ehrenhaft getötet, die beiden. Alle Nuggets der Wahrheit gefunden. Damit können wir jetzt fortfahren. Wir sind gut. Sehr gut.